Endlich wieder zu Hause. Oh! Wer ist das denn? Oh! Wer bist du? Was machst du in meinem Haus? Ist das das Baby in... Du kommst jetzt mit. Du bist das Baby in Yellow. Und du gehst in die Mülltonne. Tschüss, weg mit dir. Tschüss und weg. So. Oh, hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Also ich hatte hier gerade einen Störenfried. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Und ich würde sagen, gute Nacht. Wo ist mein Bett? Das ist die erste Frage. Warte. So sieht mein Bett aber nicht aus. Bin ich in der falschen Wohnung oder wo bin ich? Ich gehe mal kurz wieder hin und ich hole das Baby mal kurz zurück. Das guckt mich echt sauer an. Ich habe dir nichts getan. Komm mit, das war nur ein Spaß. Ups. Upsi. Ich leg dich mal hier hin. So. Dann gehe ich... Was machst du denn da unten auf dem Boden? Ich habe dich doch gerade auf den Tisch gelegt. Ja, Leute. Herzlich willkommen zu Baby in Yellow. Ich habe das noch nie gespielt. Mein Ohrstöpsel fällt mir raus. Die erste Aufgabe ist, Flasche aus dem Kühlschrank nehmen. Ah, hier ist die Küche. Okay. Dann setzen wir dich mal hier hin. Ich hoffe, der Herd ist nicht an, weil sonst verbrennst du dir den Popo. Ich setze mir mal meinen Kopfhörer wieder rein und gehe mal zum Kühlschrank. So, hier ist die Milchflasche. Die legen wir mal hier hin. So, ich habe leider nicht drauf, welche Controls man hier benutzen muss. Jetzt muss ich dem Baby die Flasche geben. Und plopp. Alter! Was ist das denn für ein Gesicht? Ah, jetzt weiß ich, was das für ein Gesicht ist. Hast du mir da gerade echt auf dem Herd geschissen? Weißt du, was wir mit Babys machen, die auf dem Herd scheißen? Ja. Viel Spaß. Viel Spaß. Ganz ehrlich, Video zu Ende. Was macht... Was hast du da gemacht, du kleiner Stinker? Das riecht ja schlimmer, als wenn mein Bruder pupst. Alter. Wickeltisch, wo ist der Wickeltisch? Hier war das Baby. Ah, hier ist ein Badezimmer. Sehr gut. Da ist auch ein Wickeltisch. So, hin mit dir. Das kannst du selber machen. Alter. Okay. Ja, du Scheißer, dann... Ja. Hast du da gerade wieder hingeschissen? Wie funktioniert denn die Steuerung? Du kommst jetzt hier hin. Oder muss ich erst... Alter, das ist fast runtergefallen. Seele befreien? Eine Seele, die vom Baby in Gelb gefangen worden war, ist wieder... Frei? Was bist du für ein kleiner Mongo? Ja, stehen kannst du ja wohl schon. Okay. Ach, das ist die Wick... Fail. Ja, ich bin noch kein Papa. Sorry. Neue Windel holen. Ja, die war hier. Okay. Hier. Wo ist der kleine Bengel hin? Alter. Was machst du da? Willst du wieder in den Backofen? Alter, das ist abgehauen. Baby nehmen. Baby ins Bett bringen. Nee, du. Du kommst nicht ins Bett. Alter. Wenn ich rausfinde, wie man in dem Spiel den Ofen anmacht, dann war's das mit dir, ganz ehrlich. Dann war's das mit dir. Pass auf, dass du nicht die Treppe runterfällst. Oh, ups. Ups, ups. Das tut mir ja fast leid. So, du gehst jetzt ins Bett. Tschüss und gute Nacht. So, also ganz ehrlich, Leute. Bin ich hier in der falschen Wohnung oder was ist hier los? Gut, dann gehen wir wieder ins Zimmer rein und... Du liegst da, Geschichtenbuch finden und vorlesen. Der Prinz und die Katze. Gut, dann lesen wir das mal vor. Also, wir setzen uns hin. Der Prinz und die Katze. So, einmal vorlesen. Der Game Sound laber mir nicht voll. So, also, wir lesen das einmal hier vor. So.
Hallo, ich rede jetzt ganz böse. Am anderen Ufer in fernen Ländern mit dunklen Sternen über dem Kopf schlief der Prinz tief und fest. Da sprang eine Katze auf sein Bett. Ich habe einen Garten gefunden, sagte die Katze mit viel Freude. Aufgeregt rannten sie nach draußen, Entdecker in der Nacht. Sie gingen durch das goldene Tor. Schau, diese schönen Bäume. Sie gingen den hübschen Kieselweg entlang. Schau, die bunten Blumen. Sie gingen an den märchenhaften Springbrunnen vorbei. Schau, das tanzende Wasser. Schau, schau, schau. Aber der Prinz mochte den Garten nicht und fing an, die Bäume zu fällen. Er riss Blumen aus, zerstörte die Hecken und riss alle Blätter ab. Alles ruinierte er zum Spaß. Die Katze sah ängstlich aus. Das war ein Fehler, rief die Katze. Ich hätte ihn nie hierher bringen dürfen. Ja, gut. Das war die Geschichte. Und der Bengel schläft. Sehr gut, dann können wir das Spiel jetzt ja auch beenden, weil als das Baby abgehauen ist, währenddessen ich ihn den Arsch sauber machen wollte, kam mir das auf jeden Fall sass vor. Ich mache jetzt hier die Tür zu und ich glaube, ich bin hier ein Babysitter. Ich hoffe nicht, dass das mein Kind ist, weil ich bin auf jeden Fall nicht aus der Hölle. Dann muss meine Frau wohl aus der Hölle kommen, mit der ich das Baby gemacht habe. Aber die ist auch nicht mehr da. Also irgendwas läuft hier nicht gerade rund. Auf jeden Fall ist hier auch so ein Ding. Seele befreien. Großkopfmodus freigeschaltet. Du kannst Geheimnisse im Pausenmenü aufrufen. Okay. Ah, warte. Nee, mein Task ist auf dem Sofa Fernsehen. Okay. Dann hätte ich die jetzt wahrscheinlich finden sollen, die Katze. So. Wir schauen Fernsehen. Okay. Ich werde müde. Ja. Okay. Was ist jetzt los? Baby beruhigen. Oh. Na gut, dann gehen wir mal nach oben und beruhigen mal das Baby. Kann ich eine Waffe mitnehmen? Nee. Okay. Okay, wir schauen mal ganz vorsichtig rein. Und. Ey, warum wusste ich das? Ohne Scheiß, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Jetzt, wo ich weiß, dass das Baby nicht da ist, ich wette mit euch, das ist wie bei diese unglaublichen Wetten, das klebt an der Wand oben. Ich glaub's. Okay, nee. Das wäre so Horror gewesen. Okay, wo ist denn das? Wo ist denn das Baby? Ist das hier eine Kiste? Ah, Spielzeugkiste verriegelt. 4 weitere Seelen befreien. Man kann Sachen freischalten, indem man... Ist das das Baby? Babyplüschtier nehmen. Hallo. Wo bist du, Bengel? Baby ins Bett bringen. Schon wieder. Ja, wo bist du denn? Digga, wo bist du? Gesperrt. Ist der unten? Alter, der ist unten. Du kleiner Rabauke. Und so. So schläfst du mal wieder. Nee, der ist nicht auf den Kopf gefallen. So. Und zü. Baby Weitwurf und Peng, ey. So. Macht das natürlich nicht in echt nach, Leute. Digga, die Küche hat kein Waschbecken. Jo! Jo! So. Da wirst du ja wohl dann gut schlafen können. So, und peng und peng. So, Baby. Gute Nacht, war schön mit dir und tschüss. So. Ey, das war noch die humanere Variante. Ich wollte das Baby eigentlich schön, ne? Baby plus Waschbecken. Baby plus Klo. Okay, das sparen wir uns für später auf, wenn das Baby Faxen macht. So, es ist ja ruhig geworden. So, dann hast du dich beruhigt? Hast du dich beruhigt, du kleiner Ferkel? Dann kannst du jetzt auch wieder ins Bett. So. Und gute Nacht. Tschüss. Oh, das richtige Plüschtier ins Bett. Ich hab das richtige Plüschtier, warte. Also wenn das nicht das richtige Plüschtier ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Hier. Bitteschön. Willst du es haben?
Oder nicht? Ja, gut, dann nicht. Dann nicht. Dann nimm halt dein Plüschtier. Hier. Tschüss. War das jetzt die Aufgabe oder nicht? Das hat er weggeschmissen. Okay, das ist nicht das richtige Plüschtier. Ist das ein Plüschtier oder was? Hier. Nee. Hier. Hier. Ja, sehr gut. Dann kannst du jetzt auch leise sein, okay? Okay, du nerviges Baby. Das wäre nämlich richtig schön. Da kann ich nämlich jetzt auf dem Sofa chillen und erstmal klarkommen, warum ich auf einmal ein Baby habe, okay? Das wäre sehr schön. Das wäre nämlich super schön. Okay, dann schlafe ich jetzt, du nerviges Baby, okay? Okay, ja, machen wir so, ne? Okay, ich schlafe. Nacht 2. Das Kind lacht. Ist das nicht lustig? Der Sitter. Ich hab doch gesagt, lass das! Die erste Aufgabe ist es, eine Flasche aus dem Kühlschrank zu nehmen. Digga, warum ging dir zu? Die Flasche finden. Okay. Warum stehen hier überall Bücher? Digga, warum fliegt die Flasche? Oh, eine Seele befreien. Run? Es wurde gerade gesagt, dass ich rennen soll. Warst du gerade schon da? Hier, ich fütter dich. Oh. So, Digga, du kannst doch nicht jedes Mal scheißen. Oh mein Gott, so, kann man auch spüren? Nicht spüren. Wow, das Baby ist weg. Digga, das erinnert mich voll an Sims. So, Baby, dann komm her. So, wickeln, neue Windel. Hä? Hä? Ey, renn! Digga, jetzt muss ich dem hinterher rennen. Ich hab gesehen, du... Hä? Digga, ohne Scheiß, für das Spiel würde ich mir fast eine VR-Brille holen. Das ist voll lustig, das Spiel. Ja, dann gehe ich erstmal wieder zum Baby Windel holen. Guti, dann suchen wir mal die Windeln. Dann machen wir das mal. Müsste ich jetzt alles öffnen, oder was? Du kleiner... Kleiner Banause hier. Okay... Ah, da war die Windel. Ey, bleib stehen. Bleib stehen. Du kleiner. Ich mach die Tür zu. Ist er abgehauen? Ja, ich glaube, der ist abgehauen, oder? Er ist abgehauen. Na gut, dann geht's wieder noch. Oh, der ist hier reingekommen. Das war verriegelt. Das ist mein Schlafzimmer, oder was? Tja, Tür zumachen. Jetzt kommst du hier nicht mehr raus, du kleiner Scheißer. Im Notfall Glas brechen? Was ist das denn hier? Lass erstmal einsammeln, eine Seele befreien. Hier sind auf jeden Fall Katzenbilder. Hier ist so eine Horrorpuppe in 3 Stufen. Ja gut, Windel, komm mit. So, Tür öffnen. Und einmal nach unten. Alter, was ist das für ein Spiel? So, Baby in Yellow. Hier ist deine Windel. Und freu dich. So, wir beschleunigen die ganze Sache mal. Habt ihr das gerade gesehen? Oh mein Gott, ich denke, jetzt geht's schief. Baby, hallo. Der hört sich nicht so friedlich an. Der findet das, glaube ich... Und warum hast du Handschuhe an? Schweig mit mir! So, gute Nacht. Geschichten finden und hinsetzen. Oh mein Gott, nicht schon wieder. Ah, na gut. Prinz und Kaninchen. Das Kaninchen sieht ehrlich gesagt aus, als hätte das richtig Angst. Als das Kaninchen zu Besuch kam... sagte der Prinz. Zeit zum Spielen. Aber seine großen, roten Augen machten mir Angst. Und sie wollte nicht bleiben. Schnell zum Ausgang, hüpfte das kleine Kaninchen. Der Prinz rannte direkt hinter ihr her und schrie. Haltet sie auf. Was ist jetzt denn los? Gefällt dir die Geschichte nicht? Okay, das war eine Kaninchengeschichte. Nee, du bist ein Hase. Ja, komm. Nimm! Das passt doch zur Geschichte. Jo, okay, wir müssen immer die Bücher nehmen, die Tellys nehmen, die zur Geschichte passen. Okay, weiterlesen. Na gut, dann hast du jetzt das richtige Kaninchen-Teddy dafür. Durch dunkle Gänge jagte er sie. Hüpf. Eine unerbittliche, vergebliche Flucht. Hüpf.
Hüpf, hüpf. Leute, merkt ihr was? Das hier ist ein Baby und das hat gelbe Klamotten an. Und das ist ein bisschen Ballaballa. Und das Baby, auf das wir aufpassen, hat auch gelbe Klamotten an. Ich sag's ja nur. Runde um Runde im Palast. Hin und aus dem Raum und aus der Sicht. Hüpf, hüpf, hüpf. Der Prinz, der konnte sie nicht fangen. Sein Herz war erfüllt vom Zorn. Das Kaninchen schlüpfte zur Tür hinaus und verschwand den Weg hinunter. Der Prinz rief: Ich brauche neue Freunde. Mehr! Jetzt noch ein. Ich bringe dir welche. Mach dir keine Sorgen. Erwiderte seine liebevolle, fürsorgliche Mutter. Alter, das Baby pennt. Der Teddy ist weg. Aus irgendeinem Grund. Ich sag's ja nur, dass der Teddy weg ist. Wir haben noch zwei weitere Teddys. Also wahrscheinlich müssen wir gleich noch zweimal eine Geschichte lesen. Oder mit dem drei Geschichten. Junge, die Unterwelt? Geschichten für gruselige Kinder? Ja, ich glaube, das steht hier richtig, das Buch oder die Bücher. Ich muss jetzt wieder zum Sofa und mich ein bisschen hinlegen. Aber ich nehme einen Schutzmechanismus mit. Ja, ich nehme einen Teller mit. Ups. ich nehme den Teller mit. Und wenn das Baby kommt, werfe ich das Baby mit dem Teller ab. Okay. Auf den... Oh, wer steht vor der Tür? Oh! Digga. Der Hase ist hier. Ein Toaster. Ein Sandwich-Maker. Erstmal den Teller da hinten werfen. Der Teddy ist weg. Oh mein Gott, ey. Also, erstmal die Kiste auf den Küchentisch stellen. Ein Wohnzimmertisch, meine ich. Ein Toaster. Endlich in Ruhe fern. Oh, nee, nee, nee. Nicht mit mir. Hier sind auf jeden Fall ein paar Spuren. Ich gehe noch nicht an Pizza. Am Fernseher. Okay, die Tür ist zu. Ich gehe noch nicht am Fernseher, denn ich bin ein verantwortungsvoller Babysitter. Ich sammle mir erstmal den Tellerstapel und gehe dann zum Tisch hier. Auf dem Sofa chillen. Ganz in Ruhe. Okay. Ich habe die Befürchtung, dass jetzt ein Jumpscare kommt, Leute. Laden. Nacht 3. Der Sitter. Gute Nacht. Süße Träume. Das Kind. Ich werde dir meine Träume zeigen. Alles gut. Auf dem Sofa Fernsehen. Mein. Nach oben gehen und das Baby beruhigen. Wenigstens weiß ich, dass ich jetzt ein Babysitter bin und mir das Baby nicht gehört. Das ist doch schon mal eine schöne Sache, du kleiner Bengel. Was willst du, du kleiner? Hey, Spaß, das war ein Spaß, das war ein Spaß. So, ich esse ein leckeres Käsebrot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käse, hier ist auch Brot drin. Käsebrot ist ein gutes Brot. Ach, hier ist Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Das nimmt man... Alter. Fütter mich. Steht hier überall. Fütter mich. Fütter mich. Ich muss Essen mitnehmen. Das Baby kriegt feinste Nahrung. Und zwar nur ein dummes Ei. Voll in die Fresse. Das kriegst du voll in die Fresse, du Baby. Ups. Die Tür ist gesperrt. Ich habe kein Essen mehr. Öffnen. Öffnen. Im Notfall. Die Tür ist auch zu. Wo ist das? Wo ist der kleine Blag? Wo ist der kleine Scheißer? Was ist jetzt denn los? Okay, ich sammle es auf. Okay, ja, ja, ich mach's einfach. Wenn die Tür geht vor meinen Augen zu. Ja, ey, war so klar. Digga, jetzt ist hier ein Geheimgang oder was? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was ist das für ein Kühlschrank? Junge, sind wir in den Backrooms oder was? Okay, Leute. Also, hier ist der Start vom Labyrinth.
Und für sowas habe ich immer eine Lösung. Ihr tut einfach so, als wäre eure rechte Hand an der Wand geklebt und schon findet ihr immer automatisch einen Ausgang, außer der... Ja, guck. Hä? Außer das Labyrinth hat Kreise. Das ist doch unser Raum, Raum 10. So, ich steck dir die Flasche jetzt so tief in den Hals, dass du daran verreckst. Du kleine Mist. So. So, Baby zum Wickeltisch bringen. Ja, ja. Genau. Hier, tschüss, Sikowski. So, Baby wickeln, ja. So. Oh. Was? Ah! Schnell wegrennen. Nein. Das Nuklas zerbrechen, ja. Okay, ich muss da oben, ey. Schnell. Zerbrechen, Schnuller nehmen. So, wo ist das Baby? Du kriegst den Schnuller vollends. Wo ist das Baby? Wo ist das Baby? Da ist das Baby. Und... Baby ins Bett bringen. Alter, du, ey. Du. Baby, du kleine Missgeburt! Alter, du kleines Baby! Der Prinz und das Schaf. Ey, weh, ich bin jetzt das Schaf. Baby, beruhigen. Ja, ich beruhige dich. Mach alles, was du willst. Alter. Baby, du kommst ins Bett. Alles gut. Geschichtenbuch nehmen und vorlesen. Der Prinz und das Schaf. Gut, wir sind jetzt beim Schaf angekommen. Wir hatten gerade schon ein Kaninchen und davor irgendwas anderes. Dann geht's los mit dem Schaf. Alles gut. Der ganze Palast war kalt, der Mond draußen schien so hell. Der Wind, er blies unentwegt. Oh nein, die Vorhänge flogen in die Höhe. Der kleine Prinz lag in seinem Bett und fand keinen Schlaf. Also rief er nach seiner Mutter. Bitte geh und suche mein Schaf. Ich bin durstig, sagte der Prinz. Da holte das Schaf etwas zu trinken. Ich bin schmutzig, sagte der Prinz, also wechselte das Schaf seine Kleidung. Ich bin müde, sagte der Prinz. Lass mich dich zählen. 1, 2, 3. Nur noch eins, sagte der Prinz, bevor ich einschlafe. Er öffnete seine großen roten Augen und drehte sich zum Schaf. Komm zu mir, mit in meine Träume. Bleib für immer in meinem Kopf. Gehorsam schritt das Schaf voran. Sein Geist war von Angst erfüllt. Nein, was bist du für ein Baby? Was zur Hölle passiert jetzt denn? Good night. Gute Nacht. Was? War das? Was war das? Was? Wie geht's weiter? Laden. Okay. Mehr. Jetzt. Wohnung betreten. Okay, der Fahrstuhl funktioniert wieder. Hier ist ein Hase dran. Nein, wenn ich bin in seinen Scheißträumen. Digga, ich bin in seinen abgefuckten Scheißträumen. Okay, ich bin in den Träumen von dem Baby. Okay, ich hab's verstanden. Ich glaube, das war Tür 10, ne? Oh mein Gott, hört ihr das? Oh mein Gott, ich krieg gleich so einen heftigen Jumpscare. Wo ist das abgefuckte Baby? Ist hier noch ein Tunnel? Nee. Oh mein Gott, ich will nicht. Ich will nicht! Ja, gut, dann gehe ich hier rein. Jetzt gibt's einen Jumpscare. Ja. Okay, die Tür ist zu, Alter. Folge dem weißen Haar. Geh nicht hoch, fehlgeschlagen. Scheiße, ich habe nicht auf den Task geachtet. Folge dem weißen Hasen. Okay, alles gut.
folge dem weißen Hasen. Ich habe nicht auf die Task geachtet. Stand das da gerade auch schon? Spur mal zurück. Ich guck mir das im Videoschnitt auch an. Okay, hier rein. Lalalalalala. Wir sind im Raum 19. Okay, let's go. Wenn das Baby von vorne kommt, dann hau ich den voll ein in seine... Okay, alles gut, schnell. Da ist der Hase, okay. Alles gut. Ich will einfach irgendwo hinfahren, nicht mehr hier sein. Okay, alles gut, folge dem weißen Hasen. Pigmans Wahnsinn. Schnell, zum Ausgang. Das kleine Kaninchen hüpfte. Ja, gut. Wir sind jetzt hier im Fahrstuhl. Ha, das macht so viel Spaß. Alter, nein, der Fahrstuhl fällt runter. Nein! Oh mein Gott. Ja, sehr gut. Sehr gut. Hier ist so ein kleines Ding. Das haben wir mal eine Seele. Wir sind bei... Im Erdgeschoss. Okay, nice. Ja, gut. Dann haben wir es ja auch sofort geschafft, ne? Dann sind wir ja sofort entkommen. Dann kann ja nichts mehr passieren. Dann sind wir ja so gut wie draußen. Hm. Du kleine M***-Burt. Babyfang. Digga, das ist nicht deine Wohnung. Da bist du ja, du Kleiner. Hm, eine Wassermelone. Ich werfe das Baby jetzt erstmal damit ab. Nee. Und? Ach, Mist. Ja, gut. Labe, hau nicht ab, Baby. Haha, das macht so viel Spaß. Ja, das macht Spaß, Verstecken zu spielen. Haha, wir haben jetzt alle gelacht. Und du nervst gar nicht. Das macht voll viel Spaß und ist überhaupt nicht nervig, du Kleiner. Baby, ja, ich hab's verstanden. Bist du jetzt draußen oder wo bist du jetzt? Da bist du. Ey, du warst doch gerade gar nicht. Fehlende Platte. Alter, ich mach die Schallplatte an. So. Platte abspielen. Klavier Noten hinlegen. Okay, nochmal Noten. Ist das vielleicht die Aufgabe, die wir machen müssen? Ah, lol, das war wirklich eine Aufgabe, oder was? Keine Klaviermusik. Okay, ich mach mal gar nichts. Hat nicht funktioniert. Sehr gut, du Baby. Auch gut, ja. Oh, hier ist... Alter, bin ich manchmal bin ich auch echt schlau, ey. Noten, ja. Jo. So, hier sind die letzten... Alter, da ist schon so eine drauf. Die platzieren wir da mal. Das sieht aus wie das Baby. So, Klavier spielen. Das King's Lullaby. The King Lullaby. So. Das fand das Baby, glaube ich, nicht so nice. Geheimen Schalter drücken. Ja, ich will den Schlüssel ja nur haben, um auch durch die Tür rauszukommen. Dann gehe ich halt einfach hier lang, Baby. Ich habe gar keinen Bock mehr auf dich. Ich gehe jetzt einfach hier lang, Leute. Du, wenn ich den Schlüssel nicht kriege, dann hau ich einfach hier rüber ab. Okay, der Sound wird immer blöder. Ist das ein verrückter Schrein für geisteskranke Leute? Pigmans Platte anhören? Oh mein Gott, damit muss ich zum Schallplattenspieler. Alter! Was haben sich die... Was für abgew***te Leute sind die Spieleentwickler? Oh mein Gott. Alter, so einen kleinen Jumpscare auch noch hier. Ja, Baby, du bist ja eh lame. Warte, hier ist die Schallplatte. Platte austauschen, let's go. Platte abspielen. Schlüssel nehmen und Tür aufschließen. So, okay. Ah, das Baby ist abgelenkt. Das mag anscheinend die Musik. Gut. Damit du nicht mehr herkommst, mache ich auch die Tür zu. Schließ das auf und hau jetzt ab. So, jetzt sind wir entkommen. Warte, wir sind noch bei... Wir sind doch eigentlich auf Ebene 0. Warum sollten wir den Aufzug nehmen? Lalalala. Mist, Stromausfall. Ja, merke ich schon. Merk schon. Oder müssen wir noch im Treppenhaus? Oh, hier ist der Stromraum vielleicht. Der Versorgungsraum. Okay, hier ist eine Sicherung. Die brauchen wir ja vielleicht sogar dann. Hier ist so eine blöde Katze. One. Ja, genau. Kein Strom. Hallo? Kein Strom? Ja. Sicherungskasten. Ah, hier ist der Sicherungskasten. Und die Sicherung einlegen. Zack, schließen. Und den grünen Schalter drücken. Und jetzt müssen wir noch etwas Lilanes finden. Ah, okay. Hier muss eine lilane Sicherung rein. Alles gut. Die werden wir ja wohl finden. Ah, da ist sie ja sogar. Was ist hier für ein Zettel? Irgendwas mit einem Schaf und 17. Okay, das müssen wir uns mal merken. Hier rein. Tschüss. Und... Ey, du kleiner M***-Backer. Was machst du hier denn? Hast du die Sicherung da gerade rausgenommen?
Alter. So, moderne Probleme. Ne? So. Dann kann ich jetzt hier in Ruhe die Sicherung da reinmachen. Alles gut. Oh. Ich hab den Kleinen gerade da reingetan. Baby am Klauen der Sicherung hindern. Ja, gut. Wie macht man das am besten? Ah, hier ist ein Zahlencode. Sehr gut. 17. Ist der Code vielleicht 17? Wir schauen mal, du Kleiner. 43, 17. Hier ist eine 43. Und hier ist eine 17. Gut. Dann machen wir mal 4. 3, 1 und die Nummer 7. So, du kleiner Rabauke und tschüss, Sikowski. War schön, dich kennengelernt zu haben. Eigentlich nicht, aber okay. So, okay. Das Baby macht gerade einen feinen Fall nach unten und wir hauen ab. Strom funktioniert wieder und wir hauen ab. Tür öffnen und weg. Ey, das war Spaß, Brudi. Das war nur Spaß. Du hast auch mit mir gespielt. Kein Entkommen. Es gibt kein Entkommen, steht da. Verlasse den Ort nicht. Kein Entkommen. Digga. Soll ich jetzt stehen bleiben oder was? Soll ich jetzt stehen bleiben und mich von dir erledigen lassen? Natürlich hau ich ab, du kleines Baby. Du brauchst gar nicht so tun, als hätte ich Angst vor dir. Ich hau ab. Du kannst mir gar nichts, du kleiner Packer. Ja, das Baby kommt. Okay. Yo! Ah! Okay, ich muss, glaube ich, hier lang. Okay. Sehr gut. Schnell. Okay, ich muss den Schlüssel finden. Hier ist ein Schlüssel. Let's go. Schnell. Ja, voller passt der Schlüssel. Ich bin gestorben. Oh, Mann, ey. Zum Aufwachen drücken. Schnell. Ich hab noch den Schlüssel. Schlüssel nehmen und freischalten. Schnell. Der Ausgang. Lass mich nicht allein. Bleib hier. Für immer. Alter, das Baby dreht doch durch. Das Baby hat doch den Schuss nicht mehr gehört. Es geht weiter. Baby in Yellow. Flasche aus dem Kühlschrank nehmen für dieses kleine Baby. Ja gut, wir haben's verstanden. Hä, ist alles spiegelverkehrt jetzt in dieser Wohnung? Okay, wir sind in einer neuen Wohnung, die spiegelverkehrt ist. Ich hab's verstanden. Das ist jetzt nochmal genau das Level spiegelverkehrt. Wetten. Oder vielleicht leben wir jetzt in einer friedlichen Dimension, weil hier alles jetzt spiegelverkehrt ist, okay? Ich gebe mir auch Mühe, nicht den Kopf anzustoßen. Aber hier ist schon mal ein Schlüssel. Das gefällt mir schon mal. Oh, das Baby ist schon wieder abgehauen. Das Baby ist abgehauen, ja. Baby füttern, Flasche aus dem... Was war das für ein Sound? War die Tür gerade auch schon offen? Wir gucken mal. Ich glaube, wir machen das... Hier ist auch ein Schlüssel, ein grüner. Ich glaube, das würde jetzt die ganze Zeit im Kreis laufen. Ja, okay. Ich bin nicht blöd. Wenn ich das jetzt die ganze Zeit mache, dann... Hä? Digga, dich schmeiß ich erstmal dahin. Bleib da unten liegen. Ich muss hier nach oben gehen. Okay, er fordert den pinken Schlüssel. Den habe ich leider noch nicht gefunden. Ich habe den grünen und den gelben. Ich kann die Kiste aber öffnen. Ja, okay, ein Ballon bringt nichts. Ah, da ist was. Da ist der Key. Okay. Das Spiel wollte mich hochnehmen. Okay. Dann let's go. So, dann lassen wir das Baby mal alleine. Und entkommen hier. Wir entkommen. Ja, ich ignoriere dich. Ich habe gar keinen Bock auf dich. Baby ins Bett bringen ist die Aufgabe. Oh mein Gott. Ist ja gut, du Kleiner. Oh, die Tür ist gesperrt. Die Tür ist... Das... Kommt doch immer beim Ladescreen. Tür 2. Gesperrt. Ja, die sind wahrscheinlich alle gesperrt. Ich guck mal nur die Seite an. Gesperrt. Oh, muss ich jetzt von allen Räumen den richtigen finden? Nee, hier. So! Du bist ein
Baby genau aus der Hölle. Und deswegen kommst du jetzt hier rein. Und deswegen habe ich gar keinen Bock mehr auf dich. Und ich hau jetzt ab. Tschüss, Sikorski. Du kleines Baby. Digga, ich habe dich doch ins Bett gebracht. Oh, warte, hier ist erstmal was hinter. Hallo, Baby. Du bist ins Bett gegangen. Okay, dann muss ich wohl da raus abhauen. Sehr gut. So. Fängt das jetzt neu an? Oh. Na gut, hier ist dein Zimmer. Tür aufmachen. Und wahrscheinlich mit dir durchgehen. Wahrscheinlich ist das nicht das Bett. Wahrscheinlich war nicht das Bett gemeint. Du bist schläfrig. Fernsehen. Okay, es geht weiter. Ja. Gut. Hier schockt mich dann langsam auch gar nichts mehr. Du bist schläfrig. Ich darf die Fernseher nicht anschauen. Oh mein Gott, ich darf die Fernseher nicht anschauen. Alter, ich darf die Fernseher nicht anschauen. Ich darf die Fernseher nicht anschauen. Oh mein Gott, es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Alter! Nein, nicht mit mir. Nicht mit mir, Baby. Du hast einen Fernseherkopf. Nicht mit mir. Okay, es hat geklappt. Baby ins Bett bringen. Schon wieder sehr, sehr müde. Ja. Genau. Du bist müde. Du bist ein Horrorbaby. Und du nervst. Ja. Mit Jumpscares kriegst du mich nicht. Ich bin da nämlich nicht anfällig für. Da ist schon wieder so ein komisches Symbol. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja. Genau. Wer bist du jetzt? Bist du die Mama? Du kleine Furt. Oh, da ist das Baby. Ja. Sehr gut. Sind wir hier bei Herr der Ringe oder was los? Okay, weiter geht's. Gute Nacht. Alter! Kopf gesenkt, die gedrehten Hörner stolz, ein klagender Schrei, schrill und laut, blinding hinein ins neblige, blind hinein ins neblige Chaos. Stand da, glaube ich, oh mein Gott. Ja, gut. Dann, schon gesehen, schon bekannt, schon geliebt. Okidoki, das habe ich anscheinend falsch gemacht. Lass das Baby mal da und geh mal alleine los. Vielleicht schaffe ich es alleine. Schau mal ein bisschen nach hinten. Nee, hier ist nichts. Gut. Dann bin ich jetzt einmal hier alleine hingegangen. Ja, laber weiter. Oh, hier wäre auch noch ein Weg gewesen. Ah, nee, das ist derselbe Weg. Ja, also. Ja, gut. Dann, geht's mal hier weiter. Ne? So. Tschüssikowski. Verlasse mich nicht. Allein. Doch. Ich gehe. Die nächste Aufgabe heißt verängstigt. Ich bin nicht verängstigt. Keine Angst. Wer bist du denn? Wer bist du für einer? Okay, egal. So, einmal das hier öffnen. Und einmal hier durch. So, Hallöchen. So, da ist jetzt der Notausgang. Und jetzt können wir entkommen oder was? Oh, schnell weg, Leute! Links oder rechts? Ich laufe immer rechts lang. Okay, okay, das Spiel gibt mir Hinweise. Das Spiel gibt mir Hinweise. Oh mein Gott, wo muss ich lang? Wo muss ich lang da unten? Oh mein Gott. Alter. Einen Zug nehmen? Ja, den nehme ich erstmal. Vielleicht brauche ich den ja. Tür öffnen. Weg laufen. Rechts. Alter! Wie lang? Ah! Oh. Es geht weiter. Don't leave. Du musst langlaufen. Erst rechts. Schnell. Wie lang? Nee. Die Pfeile zeigen in die andere Richtung. Egal, ich laufe trotzdem hier lang. Öffnen. Okay, das war ein Prank. Da ist das Baby. Ich lauf hier durch. Schnell. Heul nicht rum, Baby! So angeblich nach rechts laufen? Nein, das mache ich nicht.
Das mache ich nicht, du Baby! Schnell hier durch und entkommen. Alter, wir sind entkommen, wir haben Baby in Yellow geschafft. Lauf, kleines Kaninchen, du bist nicht allein, es wird immer andere geben. Tja. Wir hören auf jeden Fall Vogelzwitschern. Über die Küste in fernen Ländern. Oh Mann, ey! Die Wohnung betreten. Ja, jetzt sind wir in den Weltzerstörungsszenario angekommen. Ist hier ein Geheimgang? Nein, ist hier nicht. Du Baby in Yellow! Folge der schwarzen Katze. Ah, okay, ich habe keine Katze gesehen. Sehr gut. Sehr gut, du kleine Katze. Wo ist denn die Katze? Hallo, Katze! Sollen das Fußspuren sein? Wenn ich der Katze folgen soll, dann muss ich sie doch auch sehen. So sieht's nämlich aus. Dann gehe ich mal hier. Oh, hier muss ich nach oben. Ah, okay. Auf Leiterstein. Dann geht's jetzt auch noch auf den Dachboden, auf den kalten, dunklen Dachboden. Warte, das erinnert mich an das Roblox-Spiel. Baby in Yellow gibt's doch auf Roblox. Fanmate. Ich bin eigentlich ein Roblox-YouTuber. Alter, okay, das schockt mich nicht. Das kenne ich von Roblox! Okay, ja, ab hier. Ich glaube, das Roblox-Spiel ist dann ein Remake. Also schaffe ich das easy peasy, lemon squeezy. Jetzt dreht die Katze einmal kurz durch. Ja, genau, das meinte ich damit. Ja. Ja, und jetzt müsste ich in so einem komischen Raum sein. So schnell du kannst, folge mir durch das Portal. Ich darf dich nicht sehen. Die schwarze Katze scheint mir zu helfen. Wenn das jetzt der Raum ist. Ja! Okay, hier weiß ich alles. Wenn das so ist wie in Roblox, dann weiß ich hier alles. Jetzt müssen wir erstmal die richtigen Bücher in der richtigen Reihenfolge finden. Okay, hier ist schon mal das erste Buch. Hier müsste ein nächstes Buch sein. Da müsste ein Buch sein. Ja, okay, das ist wie in Roblox. Okay, sehr gut. Man muss hier, das Buch hat hier eine 3, man muss das hier in der richtigen Reihenfolge reinlegen. Hier müsste ich eine 2er Buch finden und hier ein 5er Buch. Da ist ein Spawnpoint für ein Buch und da ist ein Spawnpoint für ein Buch. Ein 2er hatte ich, brauche ich ein 2er? Ja, hier brauche ich ein 2. Jetzt brauche ich noch ein 5er Buch und das 5er Buch, wo lag das in Roblox? Das war nicht hier, nicht das. Wo war das 5er Buch? Das konnte sich mein Erbsenhirn dann jetzt nicht merken. Hier war kein Buch, ne? Ist hier ein Buch? Nee. Hier ist ein 5er Buch. Das liegt hier direkt vor. Okay, sehr nice. Dann öffnen wir das. Und jetzt müssen wir Kohle nehmen. Ja, das ist wie in Roblox. Lol. Okay, einmal hier reintun. Gleich explodiert hier der ganze Heizkörper. Das Ventil schon auf Maximum. Und dann können wir hier richtig schön was erledigen. So, sehr gut. Ja, gut. Heizungsraum erkunden, ja. Kann ich das Ventil aufdrehen? Ja, mache ich. Und peng, sehr gut. Also Leute, sorry, dass ich diesen Part jetzt schnell durchspiele, weil hier kenne ich die Lösung. So, dann müssen wir jetzt gleich Tinte und so einen Blödsinn finden. Ja. Oh, den Jumpscare gibt es nicht in Roblox. Da habe ich mich tatsächlich gerade ein bisschen erschrocken, weil ich mich so sicher gefühlt habe. Aber alles gut. Alles gut, das kriegen wir schon hin. Hier kommt jetzt ein Roboter. So, Roboter, komm her. Öffnen. So. Schalter umlegen. So. Das brauchen wir aber noch nicht. Erkunde das hinter dem Tor. Ja. Hier rechts ist, glaube ich, gleich ein Roboter. Der kaputt ist. Aufmachen. Ja. So. Die wirft jetzt einen Roboter raus. Ey, ohne Scheiß, checkt mal das Roblox-Spiel aus. Das ist nice gemacht. Batterien nötig. Kaputte Batterie. Neue Batterie einfüllen. Ach ja, stimmt, genau. Das war in einem anderen Raum hier. Oder war das oben? Das ist jetzt leider schon ein bisschen her, als ich das Roblox-Spiel gespielt habe. Batterie. Ja, Batterie. Lalalala. Wir müssen gleich einmal auch wieder hier nach unten, um Tinte zu holen. Das weiß ich wohl. Einmal hier rein. Einmal Batterie. Und jetzt den Roboter mitnehmen, nach oben damit. Roboter nehmen, nach oben damit. Sehr gut. Ey, das Spiel bockt echt. Hätte ich nicht gedacht. Eigentlich mag ich Puzzlespiele nicht so gerne. Rätselspiele. Baby in Yellow bockt aber irgendwie. Auf Roblox gab es hier ein cooles Minigame. Das habe ich gefeiert. Da hat sich so eine Linie im Kreis gedreht. So. Wird geladen. Ja, hier auch. Nice. Okay. Ich muss immer klicken, wenn die Linie in dem Bereich ist. Geladen. Dann war's das. Wird geladen. Okay, wir haben es geschafft, ey. Schwieriger als in Roblox. So, und dann müssen wir den nehmen. Ja, laber.
So, den müssen wir jetzt nehmen. Hallo, komm mit. Ah, ja, Tinte will ja Herr Sam. Ja, stimmt. Und dann müssen wir den an die Tür reinstecken. In die Tür stecken. So, hier ist die Tinte. Tut mir leid, dass ich hier schon alles weiß in der Runde. So, und den müssen wir gleich nehmen und hier ranstecken. Ja, ein Herz. Oh, ich mag dich auch. Ich mag dich auch. Komm mit. Komm mit. Du fällst jetzt runter. Ich weiß. Komm mit, komm mit, komm mit. Peng. So, sehr nice. Und du kommst jetzt hier mit. Und dann müssen wir jetzt hier einmal durch. Und ey, das ist wie in Roblox. Das hat jemand in Roblox komplett nachgemacht. Das feiere ich. So, das müssen wir jetzt hier platzieren. Ich weiß einfach schon alles. Ey. Super lustig. So, hier müssen Münzen sein. Hier ist Geld. So, ein Fußstopfer. Stopper. So, den platzieren wir mal hier. Ein Türstopper. Jetzt können wir uns den Roboter nehmen. Zack. Und hier einmal rankloppen. Und den Schalter legen. Und dann geht er hier noch oben. Jetzt musste man nämlich irgendwas, den Booster, man musste einen neuen Booster am Roboter befestigen. Habe ich das jetzt gemacht? Hm. Oder habe ich hier was vergessen? Aufzeichnung abspielen. 22. Januar, Log 265. Meine Puppen haben Wohnungen, 10 als neue. Das Baby und seine Aufpasser wissen noch nichts von meinen Aktivitäten. Ist es egoistisch, wenn ich die Puppen wie mich aussehen lasse? Vielleicht. Wer legt das fest? Du? Legende. Logende. Okay, Freunde, den Anfang, da habe ich ein bisschen, war ich nicht so, oh Junge, da ist die Babyplüschtier, okay. Kein Baby erlaubt, ja, merke ich wohl. Okay, gesperrt, warte, aber wie konnte man die Tür nochmal aufmachen? Hä, in Roblox ist das Ding hier nach oben geflogen? Hallo? Einen neuen Booster befestigen. Habe ich das hier nicht gemacht? Booster-Einheit nehmen. Okay, in Roblox muss man das nur einmal machen. Booster platzieren. Let's go. Okay. Weil ich das als erstes gemacht habe, war das falsch. Sehr nice. Und Tschikowski. Easy peasy. So, Newt finden. Wo ist der hin? Ah, er heißt Newt. Okay. Kann ich jetzt hier durch? Nee, kann ich nicht. Dann, jetzt weiß ich nicht mehr. Ah, genau, man musste durch den Fahrstuhl. Stimmt, man musste durch den Fahrstuhl. Er schwebt jetzt vorm Fahrstuhl. Ja, da ist er. Moin, Mäuser! Alter, da ist das Baby in Yellow. Du brauchst einen Schraubenzieher. Der lag hier, glaube ich. Ja. Nee, einen Hammer. Nimm einen Schrauben. Nee. Der lag hier, stimmt. So, zack, bitteschön. So, er fliegt nach oben. Und ich gehe jetzt auch raus. Aber ab jetzt, wenn ich im Fahrstuhl bin, weiß ich nicht mehr weiter. Tut mir leid. Ab da bin ich dann wieder etwas langsamer. So, mach auf den Bums. Du brauchst Tinte oder was? Okay, das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Der brauchte doch... Oh, hier ist versperrt. Ah, nee, Öl. Das lag hier. In Roblox lag das, glaube ich, hier. Öl. Ah, hier, Öl. Stimmt. Da lag das. Und viel Spaß. Öl. Stimmt. Und wenn ich da reinkomme, weiß ich nicht mehr weiter. Der ist nett. Den mag ich. Was willst du jetzt? Knopfdruck. Er braucht jetzt einen Hammer. Sehr gut. Der Hammer ist ja hier. Chili Milli. Bitteschön. Bitteschön. Habe ich dir doch gegeben. Ich habe dir den Hammer gegeben. So. Ach nee, ich habe ihn runterfallen lassen. Okay. So. Dann reparier mal schön den Aufzug. Ich warte. So. Der Aufzug wird schön repariert. Sehr nice. Ja. Dann können wir jetzt ja endlich vor dem Baby in Yellow abhauen. Sehr gut. Danke, Roboter. Ich weiß zwar nicht, wo du bist, aber ist mir eigentlich auch egal. Denn das Einzige, was zählt, ist, dass ich hier weggehe. Denn ich war hier Babysitter aus irgendeinem Grund. Und ich hau jetzt... Oh, da war das Baby. Das Baby ist auch gekommen, Mist. Okay. Das Labor in einem Geheimgarten. Fern von neugierigen Blicken. Ein Asyl im Karkus. Vom Weisen beschützt. Newt. Newt hat das vorgelesen. Ah, cool. So, ab hier kenne ich das nicht. Also, ich kannte nur gerade das eine Level. Und dieses hier kenne ich jetzt wieder nicht. Okay, hier ist ein hässliches Baby. Hier ist ein Pestdoktor. Okay, das fängt auf jeden Fall schon mal crazy an. Hier ist der Roboter. Keine Ahnung, wer du bist, Bro. Und ich folge einfach mal dem Roboter. Und ich muss dich, glaube ich, hier ranklatschen. Und es geht weiter. Ja, die Tür geht auf. Ich kann sie öffnen. Alter, bin ich jetzt bei einem verrückten Wissenschaftler? Oder wo bin ich jetzt? Das nimmt hier crazy Züge an. Hier brauche ich nachher einen grünen Mondschlüssel. Den Alchemieraum erkunden. Schau dich um. Erfordert 2 zu mischende Reagenzen. Erfordert Reagenz. Gyrosphare. Da ist etwas drinne. Rufe Newt. Newt ist unterwegs. Erntet er das jetzt? Ja, er erntet das. Oder sprüht er das ab? Ernte die Reagenzblume. Ernte. Sieht tot aus. Zu einem Reagenzglas hinzufügen. 1 von insgesamt 4. 2 habe ich aber schon drin. Erster Schritt. Blume. Zweiter Schritt. Ansprühen. Dritter Schritt.
Blau plus Rot gleich Futter für das Baby. Oder macht es das Baby böse? Wir werden es erfahren. Wir drücken drauf. Oh mein Gott. Wir drücken drauf. Wir drücken drauf. Und jetzt kommt die Nuckelflasche raus. Die Flüssigkeit der Nuckelflasche. Einen Trank machen. Ja, Gebräu machen. Einmal hier drauf. Oh mein Gott, es nimmt hier schon so komische Geschwüre an. Und jetzt geht der Tank einmal nach unten. Okay. Ja, gut. Du brauchst eine Babyflasche und die muss ich jetzt wahrscheinlich suchen. Gut, dann mache ich das jetzt. Einen Trank machen. So. Öffnen. Okay, ich komme hier nicht durch. Sehr gut. Öffnen. Hier komme ich durch. Gesperrt, gesperrt, gesperrt. Sehr gut. Es ist ja überhaupt nicht schlimm, in so einem Horrorspiel zu sein über ungefähr eine Stunde, ne? Es ist ja gar nicht schlimm. Okay, da komme ich noch nicht hin. Sehr gut, dann kann die Tür sich da hinten auch wieder beruhigen. Dann wird wohl alles, was ich brauche, hier sein. Ist es gut, Spielzeugkiste benutzen? Okay, nee, kann ich nicht benutzen. Einen passenden Schlüssel finden. Sieht tot aus. Ist hier vielleicht... Lass die Ringe drehen. Lass die Ringe drehen. Ja. Ach, hier ist die Flasche. Okay. Flasche füllen. Okay. Ach, jetzt drehen sich die Ringe. Finde ich nicht so gut. Oh nein. Wer ist denn da? Da ist das Horrorbaby. Sehr gut. Ich verstecke mich. Und jetzt... Ach, das Baby. Baby füttern. Ich weiß, du Kleiner. Du willst es haben, ne? Ne? Du hast den Key. Du hast den Key. Und deswegen kommst du mit mir jetzt hier hin. Finde den passenden Schlüssel. Das Baby hat den Schlüssel. Das Baby hat den Schlüssel. Baby nehmen. Nein, Schlüssel nehmen. Jetzt nehme ich das Baby. Die Küche durchsuchen. Ja, wonach soll ich denn die... Oh, hier ist ein Ofen. Ja, tschüss, Baby. Ja. Mist, es lebt noch. Buch nehmen, die Küche durchsuchen. Ventilgriff nehmen. Okay, im Notfall Glas brechen, das kennen wir ja schon. Dann weiß ich, was ich als nächstes machen muss. Okay, das Ventilrad brauche ich hier noch nicht. Dann lege ich es mal lieber wieder zurück. Ich lege es mal hier hin. Wo ist das Baby? Da unten, okay. Ich mache die Tür auf und gehe. Die Tür kann ich schließen, öffnen. Gesperrt. Das ist nicht so nice. Reben der Unheimlichen von Erich Gillmann. Ja, unheimlich ist das auf jeden Fall. Newt nehmen. Kurbel anbringen. Wo muss ich denn die Kurbel anbringen? Kollege. Wo muss ich denn... Muss ich das vielleicht am Ofen anbringen? Ventilgriff? Nee. Hier will der... Oh, hier ist ein Schlitz. Da ist auch die Katze. Griff benötigt. Ach, hier. Oh mein Gott. Ah, er gibt mir Hinweise. Ah, jetzt habe ich das gecheckt. Newt nehmen. Und hier war doch irgendwo so eine Docking Station. Hier war die auf jeden Fall. Er fordert den grünen Schlüssel. Babysitz. Wo ist der grüne Schlüssel? Oh. Jetzt wird hier was eingesaugt. Oh, wenn nicht, muss man das Baby reinstrücken. Hallo Baby. Ich nehme dich. Gute Reise. Und einmal drehen. Viel Spaß, Baby. Einmal Rohrpost einfach, ey. Und flupp. Jetzt kommt das sofort raus. So. Schlüssel nehmen. Hallo. Ich will den Schlüssel doch haben. Muss ich dich da nochmal hindrücken? Okay. Soll das Baby sich den Schlüssel nehmen da? Den grünen Schlüssel? Da ist ja ein grüner Schlüssel. Nimm den Schlüssel, du Baby. Warte, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Ich muss ihm das Baby die Flasche geben. So, und dann direkt drehen. Und jetzt flieg rein. Flieg rein, ja. Ja. Jetzt ist da ganz viel Zeug mitgekommen. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und, ich hab's verstanden. Durch das Zeug saugt das Baby alle metallischen Sachen an. Wenn ich das da durchjag, währenddessen der Trank aktiv ist, wurde auch der Schlüssel angesaugt, weil der metallisch ist. Dann wird das Baby hergeschleudert und jetzt habe ich hier den Schlüssel und kann hier die Tür öffnen. Okay, Folge der schwarzen Katze. Hier ist auf jeden Fall was, was ich aufsammeln kann. Ein Becher. Wo ist denn die schwarze Katze? Gesperrt. Hä? Was machst du hier? Hier ist ein Schalter. Oh, warte, da ist eine Docking Station. So, einmal ran hier. Warte, da dreht sich... Da oben ist die Katze! Ah! Ey, bleib stehen! Und einmal nach oben. Digga, ich will nach oben!
Das Baby wirft mich ab. Ah, warte, warte, ich muss... Ich muss warten, bis das Ding hier ist. Ah, nee, jetzt. Okay, okay, dann auch so. klettern. So, Alter, wer hat denn da oben eine Tür? Ah, oh, jetzt muss man hier einen Code eingeben. Rad drehen. Also so ein Symbol ist hier auf jeden Fall schon mal irgendwie. Der zeigt so ein komisches Dreieck, der Roboter, nach oben. Suche den Türcode. Klettern. Ich gehe erstmal nach unten. Also der Roboter gibt einem ja immer Tipps. Ist hier was? Ah, nice, nice, nice. Nice, 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 nice. Also... Das ist anscheinend das erste Zeichen. So, also, das wird irgendwie verdeckt. Wir müssen alles anklicken hier, weil das war verdeckt. Buch nehmen. Ah, da ist so ein Ding. Nice, 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 nice. Ich wollte eigentlich das Ding da hinten hinbringen. Aber okay, dann haben wir halt das gefunden. Dann, ich glaube, ich muss den stoppen. So, Leute, ich habe jetzt ewig gesucht. Ich habe hier das Dreieck gefunden. Und zwar war das... Hier einmal. Und der fehlende Zettel war hier bei einer anderen Leiter. Also nicht so einfach. Also jetzt eingeben ein Dreieck mit zwei Strichen und ein Viereck im Kreis. Oh lol, hatte ich sogar schon eingegeben. Das Einzige, was noch falsch war, war der hier. Oh Mann, hätte ich das von... Ah, das war nur eins falsch. Das andere war durch Zufall richtig. Mann, ey, hätte ich das... Alter, Pestdoktor. Junge, was ist los mit dir? Ich hau ab hier. Alter, einmal runterklettern. Brrr. Alter! Ich habe gerade voll in die Facecam geguckt. Ich habe das gar nicht richtig gesehen. Alter. Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Fotostudio. Entdecke die Geheimnisse der Fotografie. Ja, also wenn Licht auf etwas scheint, dann reflektiert das. Oder was soll das heißen? Unterschiedliche Perspektiven. Ja, die gibt's. Dann schauen wir mal. Dann machen wir... Es scheint vorne zu öffnen. Okay, so. Erst vorne öffnen. Dann machen wir mal ganz oldschool... Ein Foto, aber man hat keinen Film. Wie kann ich das denn wieder beenden? Mit Rechtsklick. Okay. Es ist kaputt. Es ist kaputt. Mach ein Foto. Ja, dafür brauche ich erstmal einen Film, Kollege. Kann ich die Tür öffnen? Hier ist eine alte Fotokammer. Filmprojektor. Unentwickelten Film hier rein. Ja, finde ich ein... Okay, hier ist das Baby. Hier ist der Roboter. Hier ist das Bildschirm. Das hatten wir alle schon. Kamerafilm. Einen alten Film nehmen wir. Einlegen. Kamera machen. Und Knips. Und ich... Wette mit euch, auf dem Foto ist etwas richtig Gruseliges zu sehen. Das ist der unentwickelte Film. Aber ich sag dir, das passt nicht. So, das macht man nämlich immer in der Dunkelkammer. Und ich sag mit euch, da wird gleich was richtig Heftiges zu sehen sein. Entwickelten Film nehmen und rein da. Da wird gleich was richtig Horrormäßiges zu sehen sein. Alter. Das ist aber nicht normal. Okay, das geht ja noch. Das geht ja noch. Filmprojektor. Kann ich hier was drücken? Kann ich das Baby andrücken? Nein. Ich könnte noch einen neuen unentwickelten Film nehmen. Mach die Tür mal auf, dann müsste das Bild zerstört werden. Mehr Fotos machen. Ja, gut. Dann nehme ich mir mal wieder einen Film. Rein da. Das Baby sitzt hier. Wenn auf den Fotos wird gleich irgendwas Schlimmes zu sehen. Hä? Der Hintergrund war gerade gar nicht da. Dieses Bunte im Hintergrund. Das da. Das im Hintergrund, das Bunte fehlt. Warte, Tür zumachen. Foto entwickeln. Seht ihr das Bunte? Das fehlt komplett. Film einfügen. Warte, das Baby sieht es bunt und wir sehen die Horrorwelt. Oder andersrum. Ja, da. Seht ihr das? Zweimal das gleiche, aber unterschiedliche Perspektiven. Wie das Buch sagt. Noch mehr Fotos machen. Guck mal, wir sehen das so. Und das Baby sieht es bunt. Und das hier ist ein Blutfleck. Wetten? Oh mein Gott. Jetzt ist es wieder bunt. Oh mein Gott. Aber ohne Baby. Das ist jetzt die dritte Variante. Vielleicht kriegen wir gleich nochmal so eine Variante mit Baby. Müssen wir mal schauen. Und zack. Einmal reinlegen. Und gleich kriegen wir nochmal so eine Horror-Variante mit Baby. So. Ja, okay. Noch mehr Fotos machen. Ich check's. Nee, okay. Jetzt sieht's wieder gut aus. Können wir das Baby nehmen? Nee. Vielleicht muss ich das Buch hier mal hinlegen. Den kann ich nicht ausmachen. Ich kann ja ansonsten an der Szene... Es ist kaputt. Wir können mal... Hier ist das Baby in Yellow in der Wohnung. Wir können hiervon mal ein Foto machen. Und danach machen wir mal von den Bildern ein Foto. Unentwickelter Film nehmen, hier rein, let's go. So, da ist jetzt der Schalter. Und jetzt? Kein Plan. Also, einen Film habe ich da vorne ja schon hingelegt. Ah, warte, der Schalter ist jetzt da. Nice, 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 nice. Dann können wir die alten Bilder jetzt auch in die Gegenwart holen. Warte, was ist da denn? Ich wollte jetzt eigentlich erst die Bilder fotografieren. Ernte die Reagenzblume. Ist sie tot aus? Vielleicht lässt es sich restaurieren. Oh, ja, 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 ich weiß wie. Ich weiß, kein Film. Einmal hier nehmen. Einmal den Film einfügen. Zack. Und
Jetzt lebt die Kamera, lebt das Ding noch. Den Film nehmen, die Tür zumachen, Film hier reinnehmen, hier rein, dort rein. Und sobald er fertig entwickelt ist, ist die Pflanze in der Gegenwart. Das ist eine Art Zeitmaschine. Krass. So, wow. Also wieder einen Film nehmen, schon mal reinlehnen. Und jetzt erntet die Reagenzblume. Oh. Rufe Ned. Ned ist unterwegs. Ned ist hier. Ned erntet die jetzt. Aber ich mache auch nochmal ein Foto hiervon. Vielleicht in der Zwischenzeit. Vielleicht bringt das ja auch noch was. So. Oh, er ist hier. New Name. Ich habe ihn gerade Ned genannt. Okay. Erntet die Reagenzblume. Ja. Ist sie tot aus? Reagenz Watt hinzufügen. Wo denn? Ah, wir müssen wieder zurücklaufen. Wir müssen komplett wieder zurücklaufen. Alter. Oh, dann müssen wir gleich noch ein richtig kompliziertes Rätsel für das letzte machen wahrscheinlich. Einmal umlegen. Füll den Kessel. Was für ein Kessel? Hä? Rot plus blau gleich Magnet. Ah, das haben wir vorhin gemacht. Da war das das Baby magnetisch. Grün und rot gleich schwer. Also das deaktivieren. Nee. Ey, raus. Das aktivieren. Grün und rot ergibt ein Magnet. Und lila plus irgendwas anderes ergibt auch irgendwas Geheimes. Das drehen wir mal. Das ergibt jetzt Türkis. Wahrscheinlich ist das hier Türkis. Entdecke die korrekte Rezeptur. Der Kessel ist leer. Und jetzt füllt er sich. Wir füllen das Ding mal. Und geben es mal dem... Ups. Geben das mal dem Baby. Mal gucken, was jetzt passiert. Okay, das Baby will das nicht haben. Aber... Baby füttern. Hallo, Baby. Nee, das Baby will diese Rezeptur nicht haben. Dann vielleicht... Ah, nee. Das deaktivieren. Vielleicht grün und blau. Grün und blau vielleicht. Warten, bis das da ist. Einmal mischen. Jetzt wird das abgelassen. Und das neue reingelassen. So, hier ist jetzt auf jeden Fall was Grünes. Was Radioaktives. Das können wir dem Baby auch nicht geben. Hä? Also was denn jetzt? So, das geht hier hoch. Ich nehme eine Flasche. Aus Kessel füllen. Und ich kann das dem Baby nicht geben. Ist das jetzt ein Bug bei mir? Brauche eine Flasche. Aber ich kann gar nicht mehr mit dem Baby interagieren. Labor. Ich muss, glaube ich, nochmal neu machen. Let's go. Gebräu braun. So, die ganze Geschichte läuft hier unten durch. Da ist das Baby. Jetzt kann ich auch mit dem Baby interagieren. Das ging gerade aus irgendeinem Grund nicht mehr. Jetzt ist hier die Flasche. Okay, aus Kessel füllen. Und es klappt. Okay, sehr nice. Und das sieht komisch aus, das Baby. So, du kleiner Stinker. Wegen dir musste ich gerade alles neu spielen. Ich dachte, ich hätte das Rätsel nicht verstanden. So, ich soll Newt folgen. Da konnte ich gerade nicht rein. Ach, da braucht man ein Gewicht. Deswegen. So. Einmal mit ein bisschen Gewicht. Hey. Okay, also müssen wir uns beeilen. Zack und los. Los. Ja, gut, ich bin langsam. Schneller geht nicht. Oder kann man in dem Spiel auch rennen? Wie soll ich da hinkommen? So, bleib da. Ach, das ist eine Bodenplatte. Man muss auf der Bodenplatte stehen. Ah. Jetzt habe ich verstanden. Okay, einsammeln. Man muss nur auf der Bodenplatte stehen. Ah, vielleicht kann ich das Baby da auch hinwerfen. Ah, nee, man muss das hier einsaugen, wetten. Okay, so, Flasche nehmen, füllen, Baby nehmen. Hier ist wieder so ein Saugding, den habe ich noch nicht benutzt. Baby da hinschmeißen, zack. Und drehen, los. Los. Und zack, ja, oh. Oh mein Gott, finde die Reagenzblume. Stimmt, eine letzte gibt's noch. Alter, das ist das Gebäude. Das sieht krass aus. Wir sind im Weltraum. Oh, da oben ist das Baby. Moin. Da hinten ist die Reagenzblume. Oder die hier. Aber ich denke mal die hier. Let's go. Ey! Was ist jetzt denn los? Das Baby stoppen? Ey! Hier ist eine Kanonenkugel. Junge. Smash! Kann ich das noch steuern? Nee. Wo ist denn das Baby? Let's go! Ah, das Baby ist da rechts. Da ist das Baby. Trifft die Kanone hier rechts? Okay, die Kanone ist anscheinend unnötig. Hm, dann nehme ich mir den mal. Ey! Hey! Hier rein. Tschüss, Sikorski. Macht er jetzt irgendwas? Nee, da ist das Baby. Es teleportiert sich immer. Nervig. Kurz bevor man vor dem Baby ist... Alter, ich dachte, ich hätte es fast gehabt. Hier, ich habe das Baby. Oh mein Gott, ich habe das Baby. Let's go. Let's go. Und rein mit dir. Und tschüss, Sikorski. Ja, da lachst du noch. Kleine Scheiße. So, Junge, er ist voll abgehauen. Ernte die Reagenzblume. Jetzt schnell, bevor es wieder kommt. Los. Da ist er. Let's go. So, einmal ernten. Zack, schnell wieder zurück. Alter, ey. Wir sind in so einem Observatorium. Oh. Das Baby sieht sauer aus. Oh nein, das kennen wir.
Jetzt müssen wir wegrennen. Alter, der Himmel. Wie der Himmel auf einmal aussieht, ey. Und wir werden bewusstlos. Welten kollidieren. Ihre Ankunft ist unvermeidbar. Ich muss mich vorbereiten. Was ist das für ein Game? Was ist passiert, ey? Das sieht jetzt hier richtig grausam aus. Naja, wir müssen schnell los. Wir haben ja die Blume geerntet. Da hinten fliegt die, da hinten fliegt die. Nice, 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 nice. Oh, meine Nase läuft, ey. Die Blume ist da. Wir müssen den Trank machen. Den geheimen Trank. Da ist der Trank, da ist der Trank. Schnell, schnell. Hey, Baby. Der Gänzler ist hinzufügen. So, jetzt müssen wir pink umlegen. Und, keine Ahnung, rot, blau, grün. Bei allen war bisher rot dabei. Nehmen wir wieder rot. So, let's go. Zack, 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 zack. Vielleicht muss man auch alle aktivieren. Zack. Let's go. Erfordert zwei zu mischen, ne? Nee, alle. Und ich habe die Flasche gebraut. Let's go. Und ich habe hier so ein ganz komisches... Da ist das Baby. Und füttern. Yo! Die Unglaublichen, oder was? Ah, jetzt geht's ab. Das dreht sich so. Das Observatorium. Stabilisiere die Gyrosphäre. Finde einen Weg nach oben. Baby nehmen. Hier brennen. Brennt das sauber? Nee. Nochmal neu versuchen. Vielleicht, der Trank hält ja oft nicht so lange. Nochmal neu. Zack. Und Tschüssikowski. Ja, 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 ja. Alter, ey, das Spiel, ganz ehrlich, die Rätsel sind nicht so kompliziert, dass man sie nicht schaffen würde. Ich bin eigentlich immer zu blöd dafür. Aber ich finde das gut, dass es im Game nicht so schwierig ist. Okay, das Baby ist weg. Okay, wir sind in dem Kinderzimmer. Von Chapter 1. Das Baby ist sauer auf mich. Da sind die Spielzeuge. Oh mein Gott. Ja, ja, okay. Ärger dich ruhig. Okay, ich muss, glaube ich, wieder zurück. Hole den Schnuller aus der Küche. Ja, wie soll ich da hingehen? Gesperrt. Nach unten, nach unten, nach unten. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurück? Küche, Küche. Ah, nee, hier gibt es auch eine Küche. Junge. Schnuller. Ah, nee, das war ja der Emergency-Schnuller. Hier, 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 hier. Digga, das habe ich schon ganz vergessen. Wo ist das Baby? Baby. Das habe ich schon ganz vergessen, weil ich das Spiel ja voll neu spielen musste. Let's go. Wir gehen nach oben. Hier ist das Baby. Und. Wo ist das Baby? Oh, geschafft. Nice. Alter, jetzt gibt es hier eine geheime Welt oder was? Die Ringe ausrichten. Schalter benutzen. Im richtigen Moment oder was? Muss man im richtigen Moment drücken oder was? Hm, hier ist auf jeden Fall eine Erklärung. Hm, keine Ahnung. Ah, hier ist auch ein Schalter. Nice. Ah, der erste bleibt stehen. Zack. Schalter benutzen. Der zweite bleibt stehen. Und der dritte bleibt stehen. Let's go. Okay, es waren drei Schalter. Ich dachte, das wäre nur einer. Das Baby ist da. Digga, das Spiel dauert ganz schön lange. Die Aufnahme dauert jetzt schon 1 Stunde 50 Minuten, ey. Mal gucken, wie lange das Video am Ende wird. Den Kern entfernen. Rüberlaufen vielleicht. Nee, geht nicht. Vielleicht irgendwas da oben. Alter, wie das aussieht. Nicht öffnen, lass die Tür zu. Nicht öffnen, nicht öffnen, lass die Tür zu. Das Game sieht echt crazy aus. Ah, hier ist der Kern, nice. Nehmen und, ah, den hätte ich, dachte, ich denke mal, den muss man oben in die Tür eingeben. Alter, was macht das Baby denn jetzt? Oh nein, wir gehen wieder in den Garten. Rennen, bring dich in Sicherheit. Alter, wo musst du denn lang? Wo musst du denn lang? Hier lang? Hier lang? Oh, ja, 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 ja. Hier lang? Tür zu machen? Junge, ich fotografiere mich selber. Bring mich selber in die Vergangenheit. Bring dich in Sicherheit. Schütze die Tür. Ja, wie denn? Wie denn? Ach, hier unten. Tür. Alter. Mit Nude Fiend. In der Hand nehmen. Und jetzt? Und jetzt? Nach oben. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da sind wir ja gekommen. Habe ich ganz vergessen. Schnell, 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 schnell. Irgendwas ist hinter mir. Oh mein Gott. Hier schnell nach unten. Alter, wir müssen den ganzen Weg zurückgehen. Junge, das ist schon 30 Minuten her oder so. Woher soll ich den Weg noch kennen? Kopf nach draußen. Kopf nach draußen. Hier oder was? Hier? Den Kern entfernen. Kopf nach draußen. Was ist da denn? Oh, da ist eine Tür. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schnell, 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 schnell. Da ist der Kopf, da ist der Kopf. Okay, okay. Oh, oh. Ich höre was, ich höre was, ich höre was, ich höre was. Da war ein Aufzug. Schnell, hier ist der Kern. Nicht sicher aufzuheben.
Den Garten nach fehlenden Stücken durchsuchen. Oh, Mist. Schnell, schnell, schnell. Hier ist was. Schnell. Newt ist auch wieder hier. Schnell ranmachen. Okay. Oh, da ist auch was. Hoffentlich sind das nur zwei Teile. Schnell. Ich glaube, es müssen mehr Teile sein. Nee, zwei. So, den müssen wir jetzt aufheben und dann müssen wir den nach oben bringen. Da ist so eine Tür, da ist so eine Fassung. Oh nein, was passiert? Bin ich tot? Ey, wenn ich das jetzt neu spielen muss. Nee. Gib's den Newt. Newt. Hier, schnell. Hier, bring das nach oben. Alter, da ist das Monster. Oh mein Gott. Kann ich die Tür zu machen? Nein. Das Monster ist direkt hinter mir. Oh mein Gott. Ich weiß nicht mehr, wo ich lang muss. Hier. Kriechen. Alter. Ich hab gar keine Zeit mehr in die Camps gucken, Alter. Jetzt gibt's einen Jumpscare. Schnell nach oben. Schnell. Hier ist der Ball. Hä, warum hat Newt hat denn noch den Ball? Jetzt da oben ins Loch reingehen, meinte ich. Alter. Nee. Ich dachte, das muss man da oben in die... Okay, doch hier hinbringen. Oh mein Gott. Ich dachte, das muss man zur Tür bringen. Was ist jetzt? Ich verstehe gar nicht die Story jetzt mittlerweile. Newt beschützt die Tür. Der Kern geht hoch. Newt macht einen guten Job. Und jetzt, was passiert jetzt mit dem Kern? Alter, es brennt. Oh mein Gott, wenn die Tür aufgeht, dann kriegt das Feuer komplett ab. Newt liegt auf dem Boden. Da ist dieses Ding. Alter, es greift das Monster an. Das Monster greift mich an. What? Ich verstehe gar nichts mehr. Newt ist Schrott. Nein. Newt ist Schrott. Da ist der Ball. Müssen wir Newt hier hoch reinbringen? Nee. Ich glaube, den Ball müssen wir da oben reinbringen. Wie kriege ich den Ball? Muss ich die Schalter wieder umlegen? Nee. Der dreht sich immer schneller. Passiert jetzt gerade vielleicht was? Ja! Es passiert was! Okay, ich gehe schon mal auf die andere Seite. Ich will nicht rufen. Ich gehe hier schon mal noch schön nach oben. Ich glaube, da passiert jetzt was. Boom. Okay. Alles gut. Muss ich mir das jetzt nehmen? Ja, nehmen. Newt ist ja auch schon oben. Hier reinlegen. Newt ist weg. Okay. Und jetzt? Alter, das sieht krass aus. Oh mein Gott, die Musik! Sind wir jetzt im Weltraum? Nein, da kommt das Baby! Oh mein Gott. Nur, das sind mehrere! Alter, muss ich jetzt wieder Wärme hauen? Alter, nein. Das ist ein Auge, oder? Oh mein Gott. Ein Pestdoktor, nein! Warum hast du ihn hierher gebracht? Was hast du getan? Alter. Haben wir das Spiel jetzt durchgespielt? Danke fürs Spielen. Dies ist nicht das Ende. Neue Kapitel, Geheimnisse, Outfits und mehr. In der Zwischenzeit kannst du Team Terrible bei Twitter, Discord und TikTok folgen. Alter, wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Abo da. Schreib in die Kommentare alles, was ich nicht gecheckt habe. Schau dir auch gerne das Video auf der rechten Seite an. Wir sehen uns dort sofort wieder. Bis gleich und ciao.